Ich war etwa vor 4, 5 Jahren, wollte ich in der Feuerwehr in den Atemschutz, also Atemschutzgeräteträger, und da muss man so eine Routineuntersuchung machen beim Arzt. Und da war ich beim Arzt, wo mir die Feuerwehr empfohlen hat. Und er hat dann bei der Untersuchung, war eigentlich alles okay, und er hat dann so unregelmäßiger Puls festgestellt bei mir. Und hat er gesagt, ja, er will das lieber abklären bei einem Kardiologen. Da hat er gesagt, ja, wir können jetzt das Intervall von der Überwachung, auf dass ich erst in 3, 4 Jahren wiederkomme, dass er mich dann aufbietet. Und das ist dann etwa 3 Jahre später, wo eben dann meine Mutter die Erweiterung der Hauptschlagader gehabt hat, haben sie dann reagiert, und eben das, da bin ich irgendwie im Mitte oder an meinem Geburtstag, glaube ich sogar, bin ich da hier in die Untersuchung gekommen, und ja, da hat mir der Dr. Schönhoff eröffnet, dass ich im Sommer, also letzten Jahres, das noch operieren muss. Letzte Woche waren wir gleich hier mit der älteren Tochter eben, und bei der jüngeren, da sind wir schon, als sie 3 Monate alt war, waren wir schon drüben, aber da war eigentlich alles okay. Wir bemühen uns hier, möglichst viele Befunde unter einem Hut zu bringen und leiten das in der Regel am Hausarzt weiter, weil ich betrachte den Hausarzt als einer der Keyplayer, das ist eine Schlüsselfigur für ganze Familien. Wahrscheinlich auch auf die Jahre her ist das meistens der Kollege, der diese Familie am längsten mitbetreut. Diese Kollegen haben aber nicht unsere Möglichkeiten von hochspezialisierten Untersuchungen, sei es genetische Untersuchungen oder Computertomographie, Magnetresonanz, und dafür untersuchen wir die Patienten, aber wir versuchen, diese Patienten eben zurückzuschicken, damit jemand schlussendlich die gesamte Koordination übernimmt. Und dann sind wir noch punktuell eigentlich vorhanden, falls spezielle Fragestellungen oder Befunde sich plötzlich ändern oder eine Operationsindikation gestellt werden muss, dann sind wir natürlich immer wieder abkömmlich. Das Ganze spielt sich dann eben auch in den Räumen der MAFAN-Sprechstunde ab. Das ist etwas, worauf wir auch etwas stolz sind, dass wir es quasi fast immer schaffen, dass alle Untersuchungen des Patienten an einem Tag stattfinden, dass sozusagen der Spezialist kommt zum Patienten, beziehungsweise der Patient wandert innerhalb des Krankenhauses, aber es findet alles an einem Tag statt. Und sei es dann auch die Koordination mit den Kindern, mit der Betreuung der Kinder, mit den Kinderkardiologen, mit den Erwachsenen. Und bis jetzt haben wir da eigentlich immer eine sehr positive Rückmeldung bekommen. Das ist die eine Facette, diese MAFAN-Stiftung. Das hat mit Information zu tun, das hat aber auch mit Förderung der Zusammenarbeit zwischen den betroffenen Disziplinen, bei uns ganz klassischerweise Kinderärzte, Hausärzte, Orthopäden, Augenärzte, Kardiologen und Herz- und Gefäßchirurgen. Das beinhaltet ein bisschen die wesentlichen Veränderungen bei MAFAN-Patienten. Und dann gibt der MAFAN-Verein, das ist die betroffenen Organisation. Dort sind wir als Mediziner nicht direkt betroffen, das heißt jetzt MAFAN Forum. Dort versuchen auch die Betroffenen parallel, aber nicht in Konkurrenz, sondern als Ergänzung ein Gefäß quasi zu pflegen, wo die Betroffenen sich untereinander und nicht mit der Aufsicht eines Mediziners quasi sich unterhalten können. Es gibt viele Patienten, die zu uns kommen, die Bindegewebserkrankungen haben, die noch gar nicht kategorisiert sind. Und davon lebt natürlich auch die Sprechstunde, dass wir als betreuende Ärzte auch die Gelegenheit haben, viele, viele Patienten zu sehen und dadurch auch Muster zu sehen innerhalb dieser Patienten. Und das ist auch ein Weg, wie zum Beispiel andere Aneurysmensyndrome, wie zum Beispiel Leusdy-Syndrom oder andere eigentlich herausgefunden werden. Generell für diese seltenen Erkrankungen, ich denke schon, dass es zum Beispiel Sinn machen würde, dass man innerhalb eines Spitals sozusagen eine Ambulanz macht für seltene Erkrankungen, wo man dann einfach auch Räumlichkeiten und einfach die Strukturen, sei es nun Sekretariate, Sozialarbeiter, Psychologen, einfach ein bisschen für das Thema eben poolen kann, sensibilisieren kann und dann die Patienten
gleich welche Erkrankung sie haben, dann sozusagen behandeln kann? Alle seltenen Krankheiten haben ihre eigene Tücken, ihre eigene Bedürfnisse. Aber es gibt gerade zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit den Krankenkassen zum Beispiel oder mit dem Bundesamt für Gesundheitswesen oder mit der Invalidenversicherung zum Beispiel gibt es wahrscheinlich ähnliche Anliegen, wo die Vereinigung aller dieser Krankheiten, die dann eine große Summe von Betroffenen gibt, natürlich mit mehr Power verhandeln kann. Wir haben zum Beispiel immer wieder große Probleme für genetische Untersuchungen. Das dürfte auch für andere Krankheiten sein. Es gibt natürlich definierte Leistungen, die in einem Leistungskatalog gehören. Das wird vom BAG abgesegnet. Aber man muss sagen, es gibt auch viele Kassen, die versuchen, Ausnahmesituation daraus zu machen und die sich ein bisschen drücken. Wenn, sagen wir, der Gewinn einer Untersuchung nicht gerade offensichtlich ist, und das ist gerade das, was uns häufig betrifft, wir brauchen manchmal wirklich die genetische Untersuchung, damit die Diagnose festgenagelt werden kann. Und klar, wenn jemand schon eine Notfalloperation hinter sich hat, kann man für denjenigen Patienten nichts mehr rausholen mit seiner genetischen quasi Bestätigung. Aber das kann zum Beispiel für die Familienplanung oder für den Drang, weitere Familienangehörigen in der gleichen oder in der nächsten Generation auch sehr präzis zu untersuchen, kann es absolute Relevanz haben.